Schade, dass du nicht dabei bist. Ich wollte auch erst nicht herkommen, so allein unterwegs. Aber glaub mir, es hat sich gelohnt. Los ging's erstmal in Trier. Ich begrüße sehr herzlich in Trier, in der ältesten zivilen deutschen Stadt. Wir gehen jetzt die Allee runter bis zur Porta Nigra. Danke. Ja, meine Damen und Herren, die Porta Nigra ist gebaut worden um 170 nach Christus. Innerhalb von 2 Jahren stand er. Und er ist noch fast komplett aus dieser Zeit. Wusstest du, dass es in Trier die Kaiserthermen gibt und ein Amphitheater? Das war wie ein Trip ins alte Rom. Von der Kultur ging es dann in die Natur. Und da wurde es schön schmutzig. Da war ein Barfußpfad. Das war super spannend, was man da alles spüren konnte. Und lustig. Zumindest für mich. Oh. 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 So ein Mist. Nein, schlapp. Und der soll sogar gesund sein. Danke. Woher? Danach kam dann mein Gaumen auf seine Kosten. So. Und jetzt probieren Sie mal diesen Wein und sagen Sie mir, was Sie schmecken. Ein Hauch Grapefruit, Zitrone und Pfirsich. Tatsache, Pfirsich. Ob ich danach Pause gemacht habe? Von wegen. Dann bin ich nämlich abgetaucht. In der Vulkaneifeltherme. Mit Natursohle, für viele ein Schönheitselixier. Tja, und dann war es soweit. Es ging in luftige Höhen auf die Geierlei-Hängeseilbrücke. Aber die ist doch 100 Meter hoch. Ich hatte echt ein bisschen Angst. Aber das Gefühl war unbeschreiblich schön! Sie waren auch schon dort? Selbstverständlich, ein absolutes Muss. Oh ja. Jetzt bin ich jedenfalls froh, dass ich es gemacht habe. Nächstes Mal fahren wir zusammen hierhin. Bis morgen. Aha. Ihr Reisebericht hat echt Durst gemacht. Und Hunger. Ihnen auch? Allerdings. Dann sag ich mal Prost. Auf Ihren Tag in Rheinland-Pfalz. Ein Genuss für alle Sinne. Waren Sie eigentlich schon mal in Koblenz? Auch eine wundervolle Stadt.